Glory to God. Setzt euch, schlagt auf mit mir zu Psalm 33. Psalm 33. Und als einleitender Vers möchte ich hier Folgendes lesen in Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Und heute Morgen wird abgeschlossen sein unsere neue Wahl für unser Parlament für die nächsten 4 Jahre. Und in diesem Sinne, da es ja ein 4-jähriges Ereignis ist, in diesem Sinne, habe ich zum Thema genommen heute Morgen Christ und Regierung. Christ und Regierung. Ich möchte ein paar Worte dazu geben, weil es ist so wichtig, dass wir verstehen unseren Teil, den wir spielen in dieser Welt. Jesus hat gesagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, ja. Aber wir sind in dieser Welt. Und die Schrift sagt uns auch, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Und darüber möchte ich auch heute Morgen sprechen, wie unser Bezug und unsere Beziehung ist zu unserer Regierung, egal wie jetzt das auch ausgeht in den nächsten paar Stunden, wo jetzt das abgeschlossen sein wird. Und die nächsten 4 Jahre wir mit einer Regierung leben können, mit dem wir manchmal gerne schimpfen möchten, manchmal gerne schlecht über sie reden, manchmal gerne einfach alles besser wissen. Und doch die Schrift sagt uns, dass wir etwas vor allem tun sollten für unsere Regierung. Und das steht im 1. Timotheus im Kapitel 2. Ihr könnt dort aufschlagen. 1. Timotheus im Kapitel 2. Paulus schreibt hier ab Vers 1. Ich ermahne nun, bitte merkt, er sagt nicht einmal, ich mache euch einmal einen netten Vorschlag hier. Er sagt, ich ermahne euch. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, also nicht einmal als zweites, als drittes, irgendwann einmal, wenn man dran denkt oder wenn man einfach mal denkt, es wäre mal wieder mal gut, sondern er sagt, ich ermahne euch vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dieses Gut und Angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier werden wir ermahnt von Paulus, der sagt, dass wir eine geballte Ladung an Gebeten einfach mal hervorholen sollen. Er sagt hier, dass man Flehen und Gebete und Fürbitten und Danksagung, also man könnte ja meinen, es würde ja lang, es genügt schon, Paulus, sag einfach, dass man beten soll. Aber sagt, nein, flehen, dass man nicht aufgibt, dass man dranbleibt, dass man Gebete darbringt, dass man Fürbitten darbringt und Danksagung. Wofür? Für alle Menschen, aber er erwähnt hier insbesondere für Könige und die in hervorragender Stellung stehen. Unsere Gebete können was ausmachen. Natürlich machen unsere Stimmen was aus und ich hoffe, dass wir alle, die konnten, abstimmen, dass ihr abstimmen gegangen seid. Aber noch viel mehr als unsere Abstimmung, genauso in der Schrift heißt es, dass unsere Gebete was ausmachen können, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Warum? Weil Gott will möglichst viele Menschen zum Glauben bringen an Jesus Christus. Amen. Also wir haben hier eine Herausforderung, eine Aufgabe, die uns gegeben wird, dass wir beten sollen für unsere Regierung. Nicht einfach nur dann, wenn wir dran denken. Und natürlich ist es einfacher zu schimpfen über das, was oftmals in Bern gemacht wird oder getan wird. Aber umso wichtiger ist es, dass wir als gläubige Christen für sie einstehen.
Diejenigen, wenn ihr hier schaut auf unsere Bundeshauskuppel hier, man sieht es ja ganz oben auf dem Dach und mögen sie niemals das wegnehmen. Das Kreuz. Das Kreuz. Dass es in dem Sinne war, dass die Schweiz gegründet wurde als Bundesstaat, damit wirklich die Freiheit und Gerechtigkeit des Einzelnen bewahrt und in diesem Land gefördert wird. Das ist, wofür die Regierung da ist. Und die Regierung ist etwas, was von Gott gesetzt ist. Gehen wir zu Römerbrief und Kapitel 13. Römerbrief Kapitel 13. Und schauen wir mal an, was die Schrift uns zu sagen hat über unseren Umgang mit Regierung, mit Politik. Nun, wir halten mal fest, als Paulus schrieb, wir sollen beten für die in hervorragender Stellung. Paulus lebte zur Zeit, als damals es einen Kaiser in Rom gab. Damals zu einer Zeit, wo jemand auf dem Stuhl saß, an der Regierungsmacht, der sich selber als Gott ausgab. Er sagte, er sei Gott, man soll ihn anbeten. Und Paulus sagt hier, betet, betet, damit man ein ruhiges Leben führen kann. Nun, heutzutage braucht es viel Gebet. Weil wenn man anschaut, was da abgeht in der Welt, ist alles andere als ruhig und still. Deswegen braucht es Gebet, damit wir in unserem Land, wir haben Verantwortung für unser Land, wo wir wohnen und wo wir sind, für sie einzustehen. Weil wenn wir Christen das Salz der Erde sind, dann macht dein Leben einen Unterschied aus. Nicht nur dann, wenn man abstimmt, sondern wie man sein tägliches Leben lebt. Paulus sagt hier in Römerbrief 13, und halten wir das fest, dass er dies zu einer Zeit schreibt, wo die römische Macht nicht unbedingt alles immer richtig und mit Gerechtigkeit ausgeübt hat. Verstehen wir wohl. Ne? Hat ja auch dann noch auch viele Christen auch umgebracht. Und Paulus schreibt hier ab Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übrig geordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Es sind klare Aussagen, die Paulus hier macht, die vielleicht aber für den einen oder anderen nicht ganz so verständlich sind. Und doch, Paulus bringt es klar rüber, dass wir uns der staatlichen Obrigkeit unterordnen sollen. Er sagt auch hier klar und deutlich, dass diese Obrigkeit, die staatlichen Mächten, dass sie ein Diener Gottes sind, dass sie von Gott verordnet sind, von Gott gegeben. In anderen Worten, wenn wir uns der staatlichen Macht widersetzen, dann widersetzen wir uns Gott. Ist das nicht das, was er sagt hier? Also darum ist es extrem wichtig für uns zu verstehen, auch wenn wir vielleicht nicht immer mit allem übereinstimmen, dass wir uns eigentlich in diese Rechtsordnung einfügen sollen. Das ist, was er sagt hier. Obwohl wir vielleicht nicht mit allem übereinstimmen. Steuern zahlen, erwähnt hier explizit, ich meine, wer mag schon Steuern zahlen? Zoll zahlen, wer mag schon Zoll zahlen? Vor allem, wenn man in Amerika was kauft, man kommt zurück, oder?
bin ehrlich mit euch. Also früher, früher konnte man ja 2 Koffer nach Amerika oder von Amerika heimbringen, je 32 Kilo. Ja. Heutzutage kannst du nur eine mit 23. Aber früher waren es 2 mit 32. Dann konnte man noch im Flugzeug noch was mitnehmen. Und ich hab all meine Kleider am Schluss auf dem Nachhauseweg in meinen kleinen Garmin-Bag reinbringen können, was ich ins Flugzeug bringen konnte. Das heißt, ich hatte 2 ganze Koffer, die ich füllen konnte mit allen amerikanischen Goodies, die uns und unserer Familie gefehlt haben, ja, seit meinen Tagen, wo ich als Kind in Amerika aufgewachsen bin. Peanut Butter, ich darf nicht sagen, gewisse Schokolade von Amerika, es tut mir leid, ja. Aber was weiß ich, Cereals, also Pickle, ja, ich sag's lieber nicht, was ich alles da mitgebracht habe. Aber ich kann dir sagen, ich habe alles ausgeschöpft, 2 volle Koffer, 32 Kilo, ne, an Ware mitgebracht. Und da habe ich immer geschwitzt, als ich am Schweizer Zoll da vorbeigehen musste, oder? Weil man konnte ja so viele ja einbringen pro Person an Wert und so weiter. Und jedes Mal habe ich einfach geschwitzt, gesagt, oh meine Güte, ja hoffentlich ziehen sie mich nicht zur Seite. Bis ich merkte, warum tue ich mir das eigentlich an? Und so habe ich angefangen, oder? Weil das war nicht richtig. Ich habe nicht dem Zoll gezahlt, was vielleicht ihr Zustand, oder? Und so habe ich da die Zettel aufbewahrt, habe alles schön aufgeschrieben, habe angefangen, dann nachher beim Zoll vorbeizugehen, dem zu sagen, ich habe so viel ja, von diesem gekauft, so viel von diesem. Ich wusste nämlich, was Mehrwertsteuer für was war. Und am Schluss muss ich 20 Franken zahlen. Und ich hatte so gekämpft mit einem so schlechten Gewissen, weil ich das nicht getan habe, was ich eigentlich hätte tun sollen. Und das war 20 Franken. War nicht richtig. Und so, wir leben in einem System, wo Paulus sagt, und er lebt in einem viel, viel widrigeren System. Wir wissen ja von Zöllnern im Neuen Testament, sei es der Matthäus, sei es der Zachäus, oder dass die Zöllner damals ja weit viel mehr abgezockt haben für sich selber, oder? Schmiergelder genommen haben für sich. Aber Paulus sagt trotzdem, für uns Christen ist es wichtig, sofern es nicht gegen Gewissen geht, dass wir uns an die staatliche Obrigkeit halten und ein Licht sind in dieser Welt. Ich weiß, wir mögen das nicht gerne hören. Weil er sagt hier, die Obrigkeit, sie ist gesetzt von Gott. Es heißt hier in Vers 13, Kapitel 13, Vers 1, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. In anderen Worten, es war Gottes Plan, Gottes Idee, dass es eine Regierung geben sollte, um für Gerechtigkeit und Freiheit zu sorgen. Das ist die Aufgabe. Die Aufgabe von einer staatlichen Macht ist, für Gerechtigkeit und Freiheit zu sorgen. Das heißt, dass dem Guten geschieht Lob und dem Bösen geschieht das die Strafe. Wenn aber eine Macht, eine Obrigkeit natürlich nicht mehr das Gute unterstützt, sondern nur das Böse, dann ist man natürlich aufgrund vom Gewissen Willen nicht mehr dran gehalten, dass man das tun muss, was die Regierung sagt. Wir haben Beispiele davon. Ein bekanntes Beispiel haben wir im Buch Mose, im zweiten Buch Mose. Also die Geschichte von, als Mose als kleines Baby verborgen gehalten wurde. Schau mal hier mal kurz hin, im zweiten Mose. Kapitel 1, die Geschichte kennen wir, aber lesen wir, was hier wirklich auch steht in Vers 17. Der König von Ägypten hat beschlossen, dass alle hebräische, oder lesen wir sie ab Vers 15, der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn, wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Das war der Auftrag der Regierung, des Königs, des Pharaos.
Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Also sie haben es nicht getan, sie haben es nicht befolgt. Warum? Weil der König nicht im Auftrag Gottes dann gehandelt hat. Er hat nicht für Gerechtigkeit und Freiheit gesorgt, versteht ihr? Und deswegen war man nicht unter der Erwartung, dass man jetzt das halten muss, was die Regierung erwartet, weil das tun sie nicht aus dem Auftrag Gottes. Aber die Frage kommt bei uns auf, wenn wir Römer 13 lesen, die Frage kommt auf, ja, und ist Hitler von Gott gesetzt worden? Nein, ganz sicherlich nicht. Und man ist als Christ dann, ja, angehalten, dass man natürlich dann auch aufgrund des Gewissens dann gerade deswegen nicht das tut, was die Regierung, wie diese Hebammen hier, das nicht getan haben. Und was heißt es hier? In Vers 20, und Gott tat den Hebammen Gutes. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Also er unterstützt das, was die Hebammen hier getan haben. Aber wenn es nicht um etwas Gewissenswillens geht in dem Sinne, dann sind wir angehalten, uns an das Gesetz zu halten. Hallo? Manchmal nehmen wir es zu wenig genau. Oder wir fangen an zu mogeln in Dingen und wir verlieren das, was wir eigentlich als Salz sein sollen in dieser Welt. Ich meine, wenn wir nur betrachten, was gerade abläuft in unserer Welt heutzutage, sei es mit dieser VW-Geschichte. Ja, wo rollen die Köpfe? Einer steht vor dem Fernsehen und entschuldigt sich dafür, dass man absichtlich alle Menschen betrogen hat. Es tut uns leid. Was? Wie bitte? Tut euch leid, dass ihr erwischt worden seid und dass ihr jetzt Millionen bezahlen muss und so weiter. Aber ob er jetzt angeklagt wird oder was auch immer als oberster Chef, der ja verantwortlich dafür ist oder nicht, das steht noch in Frage. Wenn wir zurückgehen auf die ganze Bankengeschichte, wo sind die Köpfe, die gerollt sind in dem Bereich? Unsere Welt, Gerechtigkeit ist weit von ihr fern. Weit von ihr fern. Wenn du genügend Geld hast, genügend Macht hast, genügend Position hast, ja, dann kannst du dir deinen Weg irgendwie rauskaufen und mit ein paar Telefonate kommst du davon. Aber wehe, du bist ein einfacher Bürger, dann landest du ins Gefängnis. Das ist die Welt. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber anfangen, in dem Maß ein Leben zu führen, wie sie es führen. Und weil sie mogeln, mogeln wir auch. Weil die Schrift sagt uns, es geht um viel mehr als nur, ja, was andere jetzt uns sagen oder nicht sagen. Es geht darum, dass Obrigkeit, Autorität gesetzt ist von Gott. Und wenn wir anfangen, das aufzumischen, wenn wir anfangen, Anarchie zu unterstützen, jeder macht nur das, was in seinen eigenen Augen richtig ist, dann landen wir dort, wo die Menschheit schon mal war vor der Sündflut. Weil Gott ließ das den Menschen. Er sagte, ja, nachdem Adam und Eva im Garten sündigten und sagten, wir wollen unsere eigene Welt schaffen, wir wollen selber entscheiden, was richtig und falsch ist, hat Gott die Finger gelassen und gesagt, also gut, dann mach das mal. Und die Menschheit ohne, es gab keine 10 Gebote, es gab kein Gesetz, es gab nichts. Gott hat ihnen nicht gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen oder sonst. Er sagte, also macht, die Welt ist euers zum Machen und Tun. Und was geschah? In weniger als 1800 Jahren war die Welt so voll von Mord und Totschlag, dass Gott es ihm gereut hat, dass er die Menschheit überhaupt geschaffen hatte. Und es war nur noch eine Familie übrig, stellt euch mal vor. Damals gab es ja auch bereits schon einige Millionen von Menschen auf der Erde, dass es nur noch einen Mann gab und seine Familie, die noch gerecht waren vor Gott, als er die Sündflut schickte und die Welt neu beginnen konnte. Und als die Welt neu begann, nach Noahs Zeit, hat Gott dem Noah den Auftrag gegeben, dass die Menschheit soll sich selber eine Regierung geben, soll dafür sorgen, dass Gerechtigkeit und Freiheit bestehen bleibt.
Und deswegen, weil es von Gott gesetzt ist, ist es weit viel mehr, als ob man voll übereinstimmt oder nicht übereinstimmt, sondern es ist das Prinzip, dass man lernt, Autorität zu achten. Aber das ist etwas, was in unserer Gesellschaft immer weniger ist, sei es in der Schule gegenüber dem Lehrer, sei es zu Hause gegenüber den Eltern, sei wo auch immer es ist. Man lehnt sich auf, man weiß es besser, man mogelt, man tut. Aber Paulus und das Neue Testament hier sagt uns, um das nicht einmal der Straftat wegen soll man etwas nicht tun, sondern um des Gewissens willen. Um des Gewissens willen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass wenn du erwischt wirst und nachher tut es dir leid, wie dem VW-Boss, da kann man dir gar nicht vertrauen. Ja, meinst du das wirklich? Hast du erkannt? Tust du wirklich Buße? Würdest du nie mehr wieder sowas tun? Oder ist es einfach, es tut dir leid, dass du erwischt worden bist? Das ist manchmal das Schwierigste, wenn es um Ehebeziehungen geht. Und ein Ehepartner ist dem anderen untreu gewesen. Und es kommt raus. Und dann tut es dir leid. Weißt du, wie schwierig es ist, dann wieder Vertrauen aufzubauen, weil man einfach nicht weiß, tut es dir leid, weil es rausgekommen ist, oder tut es dir leid, weil es dir wirklich leid tut. Oder wenn du was Falsches gemacht hast, etwas gestohlen hast, etwas genommen hast, was dir nicht recht war, dass du von dir selber aus deinem eigenen Gewissen, weil du hast das Gewissen des Heiligen Geistes in dir. Und wenn wir unsere Welt erreichen wollen für Jesus und die Menschen um uns herum und unsere Welt, in denen wir leben, erreichen wollen, dann ist es wichtig, wie wir leben als Christen. Und nicht versuchen, den Weg, wo am wenigsten, ja, wie weit kann ich gehen und es ist immer noch gut. Weil die Welt wird immer finsterer. Und die Ungerechtigkeit wird immer größer. Und man regt sich auf über diese Ungerechtigkeit. Was die sich wieder erlauben, oder? Und andere, die weit viel weniger getan haben, die kriegen es. Mit vollem Hammer. Katastrophal. Deswegen sollen wir beten. Deswegen sollen wir abstimmen. Deswegen sollen wir ein Leben selber leben, wo wir zeigen, was gut ist. Immer wieder, wenn ich diese Worte lese, was der römische Gouverneur Plinius Secundus schrieb in seinen Briefen an den römischen Kaiser. Er schrieb Folgendes zu seiner Zeit unter den Christen, das war im 2. Jahrhundert, dass die Christen die Wahrheit lieben, koste es, was es wolle. Nun, er schrieb dies an den römischen Kaiser zu einer Zeit, wo er den Auftrag hatte, Christen zu töten, umzubringen. Das war diese Zeit, ja, wo sie den Löwen vorgeworfen wurden und so weiter. Es heißt hier, er schreibt an den römischen Kaiser und sagt, dass die Christen die Wahrheit lieben, koste es, was es wolle. Er war beauftragt, sie zu foltern und hinzurichten, weil sie sich weigerten, Jesus zu verfluchen. Dennoch war er immer erstaunt und beeindruckt über ihren festen Entschluss, Zitat, keinerlei Böses zu tun, sich nicht Betrug, Diebstahl oder Götzendienst hinzugeben, ihr eigenes Wort nicht zu verdrehen, ihr Vertrauen nicht zu verweigern, wenn andere sich auf sie verließen. Erstaunlich. Das ist, was jetzt einer, der den Auftrag hat, Christen zu töten und hinzurichten, sie dazu zu bringen, dass sie Jesus verfluchen sollen. Er gab ihnen immer eine zweite Chance, es gibt noch eine zweite Chance, Jesus zu verfluchen. Wenn sie es nicht getan haben, oder, dann hat er sich einfach umbringen lassen, ja, kreuzigen und was auch immer sie es mit ihnen gemacht haben. Aber ihm fiel auf, so wie der römische Hauptmann, als Jesus gekreuzigt wurde, und merkte, das war wirklich ein gerechter Mensch, das muss wirklich der Sohn Gottes gewesen sein. Wir sind berufen, in dieser Zeit mehr denn je ein Leben zu leben, das ein Leben von Gerechtigkeit ist. Wie oft ist es mir auch schon passiert, oder ich habe an der Kasse irgendwas bezahlt und die Dame an der Kasse hat mir zu viel Geld gegeben und auf dem Weg raus habe ich dann bemerkt. Der Gedanke war, wow,
Was für ein schöner Zustupf. Danke, Herr. Aber nein. Sondern da ging es darum, zurückzugehen, das der Dame zu geben, weil am Ende des Tages, wenn sie abbrechen wird, ist sie nämlich zu wenig ab in der Kasse. All diese kleinen Dinge, wo wir sagen, ja, nur 10 Franken. Aber das sind all die Dinge, die eigentlich unser Leben beeinflussen, uns entweder salzig machen oder weniger salzig. Wir haben eine neue Regierung, die Entscheidungen, gewaltige Entscheidungen treffen wird und treffen muss in den nächsten 4 Jahren. Die Welt verändert sich wahnsinnig schnell. Und es wird nicht immer einfach sein, hinter all den Entscheidungen, die sie treffen, ja, auch vorzustehen. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Das darf man. Gott sei Dank, wir leben in einem Land, wo wir Demokratie haben. Ne? Paulus lebte nicht zu einer solchen Zeit. Aber wir müssen aufpassen in unserer Haltung gegenüber Leiterschaft, gegenüber Autoritäten, gegenüber Regierungen, gegenüber Obrigkeiten. Wie gehen wir mit ihnen um? Wie reden wir über sie? Es gibt gewisse Leute in unserer Regierung, die mag ich überhaupt nicht. Vor allem nicht ihre Stellungnahme, vor allem nicht, wofür sie stehen und ihre Politik und so weiter. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht hinter dieser Person, mich auflehne gegenüber die Tatsache, dass sie gewählt sind. Und das doch noch achten, obwohl ich nicht übereinstimme mit allem. Ist alles in unserem Land beruht auf Gerechtigkeit und Freiheit? Nein, sicherlich nicht. Aber Paulus, wenn wir hier zurückgehen zu Römerbrief Kapitel 13, ich meine, das steht im Neuen Testament, so viel ich weiß, oder? Stimmt's? Bei mir ist es im Neuen Testament. Also scheinbar war es wichtig auch das Thema mal aufzugreifen. Und dass er die Christen in Rom, an denen er schreibt, ihnen dieses sagt hier. Er sagt, jede Seele unterwerfe sich dem übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Also das Prinzip von menschlicher Regierung, dass der Mensch eine Regierung braucht, welches da ist, um das Gute zu fördern, um das Böse zu bestrafen. Vers 2, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Dafür sind sie von Gott gesetzt. Wenn sie aber das nicht mehr tun, dann müssen wir so handeln wie die Hebammen oder wir müssen so handeln wie Petrus und Johannes, als sie gerufen wurden vor dem jüdischen Obrigkeit und ihnen gesagt wurde, nicht länger im Namen von Jesus Christus zu predigen. Es wurde ihnen verboten. Was haben sie gesagt? Egal, was ihr sagt, es ist uns wichtiger, wir müssen mehr gehorchen, was Gott sagt, als was ihr sagt. Und das ist auch wichtig für uns zu verstehen, dass wir bereit sind, eben auch für christliche Prinzipien zu stehen. Wenn es um Leben und Tod geht. Wenn es um Dinge geht. Du brauchst eine klare Meinung in gewissen Dingen, weißt du. Wenn du Salz sein willst in deiner Welt, dann musst du in den Diskussionen, weil ihr diskutiert genauso im Geschäft oder im Verein oder wo auch immer ihr seid, ist es wichtig, dass ihr auch eine Meinung habt zu etwas. Und eure Meinung reinbringt, warum ihr das gerecht empfindet oder für die Förderung von Freiheit und so weiter. Weiß ich, wer es ein bisschen verfolgt hat in diesem Sommer in Amerika, das sogenannte Planned Parenthood heißt das. Ja? Sexuelle Freiheit ist die Organisation in der Schweiz. Aber in Amerika, Planned Parenthood, ist es rausgekommen, dass sie die Babys, die sie abtreiben, ja, dass ihre Organe werden verkauft. Und das wurde zum großen Geschäft, das ist ein Riesending da drüben. Und das ist an die Öffentlichkeit rausgekommen von obersten Leuten dort, die gefilmt worden sind mit versteckter Kamera, wie sie Augen von den abgetriebenen Babys und Glieder von den abgetriebenen Babys und Organen von den abgetriebenen Babys einmal verkaufen. Für die am meisten dafür bezahlen.
aber unter dem Deckmantel von, ja, oder dass man selber entscheiden kann, ob man das Kind austragen will oder nicht. Eine Katastrophe. Jetzt, das war in Amerika, ob das in der Schweiz oder so ist, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist nicht draußen. Aber dass wir einfach sehen, wir leben in einer Welt von so totaler Ungerechtigkeit, von so totaler Bosheit, wo alles ums Geld geht, egal wer darunter leiden muss. Umso mehr, das ist mein Punkt eben auch, umso mehr salzig müssen wir sein und wissen, warum wir für was einstehen und glauben. Und die Gefahr ist groß, die Versuchung ist da, wie ich euch auch aus meinem Leben erzählt habe. Die lustigste Geschichte aus meiner Zeit war, als sie noch klein waren, ich hab denen so eine Pistole gekauft mit einem Holster, oder? Und diese Holster, es war mit einem Plastikteil, ich habe ein teures Aras gekauft, Plastikteil angemacht und der ist einfach gebrochen. Nur so ein kleines Plastikstückchen. Und da konnte man das ganze Ding nicht mehr gebrauchen. Ich ging zum Toys R Us und fragte, kann ich so ein Plastikteil kaufen? Sie sagten, nein, das gibt's nicht, Sie müssen das Ganze nochmals kaufen. Ich ärgere mich darüber, das kann doch nicht sein. Es ist eure Schuld, dass das Ding gebrochen ist. Ne? Also es war irgendwie schwach, irgendwie ein Fabrikationsfehler oder was. Und ich stand da vor dem Regal, wo das Ding da war, und ich sah dieses Plastikteilchen an einem anderen neuen und überlegte mir eine Minute lang, also warum ich das Recht habe, das von diesem Teil wegzunehmen. Sie können das schon woanders her besorgen und ich nehme das einfach mit in die Tasche. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch Pastor, ja, immer noch. Bis ich zu mir kam. Bis ich zu mir kam und mir überlegte, was mache ich denn da? Bin ich denn verrückt, oder? Dass ich bereit bin, etwas zu nehmen, was mir nicht zusteht, obwohl ich mir einreden könnte, warum sie mir doch schuldig sind, bla bla bla. Man kann sich immer alles einreden. Die Frage ist, wie sieht es dann von außen? Wie wird es, oder wir sollen allem Anschein vom Bösen eben auch fernbleiben. Und somit bin ich aufgewacht, ich bin zu mir gekommen. Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Aber ich habe aber auch kein neues gekauft. Sagt, mache ich nicht. Auf jeden Fall nicht dort. Aber Paulus sagt hier, in einer Zeit, wo die Römer geherrscht und regiert haben und mit Härte regiert haben, dass man hier ihnen untertan sein soll. Aber wie gesagt, wie Petrus und Johannes, wie Daniel und seine drei Freunde, kennt ihr die Geschichte, wo der König sagte, beugt euch nieder und betet mein Bild an, und sie haben es nicht getan? Also in all diesen Punkten ist klar. Gehen wir mir zu Hosea Kapitel 4. Hosea Kapitel 4. Wenn wir verstehen, wie sehr unser Leben, unser Dasein einen Unterschied ausmacht in dieser Welt, dann werden wir bereit sein, auch weiterhin unser Licht scheinen zu lassen. Warum hat das Christentum so gewaltig die Welt überzeugt? Aufgrund dessen, weil die Christen einfach nicht gemogelt haben. Sie haben ihr Leben gelebt, wie es war. Sie waren ehrliche Menschen, treue Menschen, hingegebene Menschen. Das sind wir auch und das sollen wir auch bleiben. Hosea 4, Vers 1, das heißt, ihr hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Und Bluttat reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Seht ihr, was er sagt? Darum vertrocknet das Land, das Land geht ein. Eines wissen wir, dass die Zukunft bringt, es wird immer mehr in eine Weltordnung hineingehen. Und schlussendlich wird es dazu führen, dass ein Herrscher, den das Neue Testament der Antichrist nennt, kommen wird und die Welt beherrschen will.
und gegen Israel gehen und so weiter. Aber die Schrift sagt uns, dass die Gemeinde vorher in dieser Zeit entrückt wird, weggenommen wird. Wenn derjenige, der aufhält, heißt es in 2. Thessaloniker Kapitel 2, wenn derjenige, der aufhält, aus dem Weg genommen wird, dann kann dieser Antichrist offenbart werden. Ja, wer hält ihn auf, dass er sich in seiner Fülle offenbaren kann, in seiner ganzen Bosheit und Ungerechtigkeit? Das ist niemand anders als die Gemeinde. Als die Gemeinde, das sind wir. Wir sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Und darum heißt es hier, vertrocknet das Land. Warum? Was fehlt dem Land? Hier sagt es hier in Vers 1, denn keine Treue oder Wahrheit, keine Gnade oder Güte heißt es auch und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Dafür müssen wir schauen, dass es Treue im Land gibt. Wahrheit heißt es. Sei treu, sei Wahrheit. Lebe das, was du bist und wer du bist, egal wo. Lass Gnade walten. Wo gibt es Gnade? Wo gibt es Güte? Bist du ein gütiger Mitarbeiter in deiner Arbeit? Fällst du auf dort eigentlich? Wir sollten auffallen. Im positiven Sinne. Weil wir gütig sind. Weil wir gnädig sind gegenüber anderen. Weil wir treu sind. Wir stehen zu dem, wer wir sind. Wir stehen zu unseren Fehlern auch. Nicht, dass wir vollkommen sind. Das ist nicht, was hier steht, dass wir vollkommen sein müssen, dass wir nie ausrasten, dass wir nie irgendwie unsere Tage haben, wo es uns nicht so gut geht und wir manchmal uns benehmen, wie wir nicht sollten. Das ist nicht, was es hier heißt. Es heißt aber, dass wir treu sind, wir stehen dazu und es tut uns leid, wir sind bereit, dafür Verantwortung zu nehmen. Dass wir nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef über unsere Schulter guckt und sobald er aus dem Zimmer ist, ja, dann lehnen wir uns wieder zurück. Amen. Dass wir aber bereit sind, eben auch ehrlich zu sein, zu sagen, wenn wir nur ausgenutzt werden von jemandem, sagen, nein, das mache ich nicht mit. Wenn der Chef verlangt oder jemand verlangt, dass du lügen musst, etwas mogeln musst, weißt du, wie viele Leute mogeln mussten an dieser Sache mit der Franz und Faue-Geschichte? Dass wir ehrlich sind, aufrichtig sind, treu sind, gütig sind, gnädig sind. Und wie er auch hier sagt, und die Erkenntnis Gottes muss im Land sein. Wie wird die Erkenntnis Gottes im Land sein? Indem wir es sind, indem wir es leben. Nicht, dass wir es Leuten alle überstülpen müssen, aufzwingen müssen, aber wir leben es. Und was sagt ihr hier weiter? Warum das Land vertrocknet und eingeht und sogar die Tiere darunter leiden, ja, dahingerafft werden. Er sagt, weil verfluchen und lügen. Morden, stehlen, Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Bluttat an Bluttat. Eine Katastrophe. Ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich mit jemandem zu tun gehabt, der mit den Flüchtlingen arbeitet in Deutschland. Und ich habe eine andere Seite gehört von der ganzen Geschichte und musste sagen, ich bin total außer mir, als ich davon gehört habe, wie mir erzählt worden ist, wie viele Frauen unterwegs einfach, wie sagt man, missbraucht, vergewaltigt werden. Wie sogar selbst in Deutschland, in den Flüchtlingslagern, Frauen mit den Männern in gleichen Zelt oder Schlaftrakt reingegeben werden, damit sie sie an sie ergreifen können, damit es nicht allzu viele Schlägereien gibt unter den Männern. Katastrophe. Das läuft ab, das geht ab. Das ist die andere Seite von dem Ganzen, oder? Dass wir einmal nur die Bilder sehen von all diesen Leuten, die kommen. Katastrophe. Das lassen Regierungen zu. Darum vertrocknet das Land. Darum braucht es Menschen, die einstehen für Gerechtigkeit, für Güte, für Freiheit,
die bereit sind, Gerechtigkeit und persönliche Freiheit zu schützen. Gehen wir zurück zu Römerbrief 13. Es ist keine einfache Zeit, in die wir leben. Weil wenn man die Augen verschließt, dann kann alles wunderbar und schön aussehen von außen, oder? Und wir schützen einfach uns und schauen für uns. Aber auch wir vor unseren Tür, ich meine, wie damals, wenn man sich überlegt, wie war es während dem Zweiten Weltkrieg? Wie viele Juden haben auch die Schweiz abgewiesen? Oder wollten es nicht wissen, wollten es nicht wahrhaben, wollten sich nicht damit beschäftigen lassen? Und dennoch, Unwissenheit schützt nicht. Es sind viele, die auch eben in unseren Tagen, Gläubige, die ihr Leben jetzt für Christus gegeben haben, ihr Leben für andere geben. Wir leben in einer Zeit, wo es an unserer Tür klopft und in unserem Haus bald selber auch ist, wo wir sind. Und wir beten für unsere Regierung, dass sie Weisheit hat, dass sie Klugheit hat, weil es ist nicht einfach. Als ich die Fragen beantwortet habe, die 70 Fragen, oder? Wie stehe ich dazu? Es war gar nicht so einfach, weil auf der einen Seite sagt man, ja doch, da bin ich dafür, aber wenn ich dafür bin, dann muss man aber für dieses aber auch schauen. Das ist ganz schwierig, weil das eine löst wieder das andere aus. Die eine Seite, wo man sagt, das fördert mehr Freiheit, aber man muss aber dafür sorgen, dass das nicht ausgenutzt wird und falsch interpretiert wird dann. Nicht einfach. Römer 13 hier, er sagt hier, also wenn du, Vers 4, wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Werkzeug, ja, um dafür zu sorgen, dass im Lande Gerechtigkeit herrscht und Freiheit, persönliche Freiheit. Gerechtigkeit. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Halten wir nur uns Gesetze, weil wir nicht die Strafe haben wollen oder auch wegen des Gewissens Gott gegenüber? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen in der heutigen Zeit. Da leben wir. Wir gehen an unsere Arbeit, wir gehen in unsere Nachbarschaft, wir gehen an unseren Treffen, in unser Leben hinein. Nach dem Gottesdienst heute, morgen, Montag bis Samstag. Wir sind in der Welt. Und in deiner Welt machst du den Unterschied aus. Wie du lebst, wie du bist. Nicht, dass du alles an die große Glocke hängen musst, sondern dass du einfach ein Leben lebst und dein Leben scheint. Anders. Ich weiß, als ich im College war und ich habe dort, ich wusste eigentlich, in meinem College waren 500 Studenten dort, am Campus, und es gab nur 3 gläubige Christen. Es war mein Bruder, der Freund meines Bruders, und jetzt war ich dort. Mein Bruder war schon 2 Jahre dort in diesem College. Und in seinen 2 Jahren hat er mir gesagt, ich habe keinen anderen bekennenden gläubigen Christen kennengelernt hier, in seinen 2 Jahren. Also als ich dann kam, waren wir zu dritt. Aber ich habe es am Herzen bekommen, dass ich nicht einmal nur da sein will, sondern ich fing an eine Bibelgruppe. Ich habe dann damals, das war vor Kopierzeitalter, oder mit so einer Maschine, wer weiß da noch, man hat was gemacht und in der Maschine hat man so gedreht, oder, und hat es gedruckt, oder? Habe ich Flyer gemacht, habe Flyer verteilt und eingeladen zu einer Bibelgruppe. Ja? Und siehe, da sind einige gekommen. Und stellte sich heraus, einige von denen waren auch schon gläubig, ja, man wusste es nur nicht. Keine Ahnung gehabt davon. Während 2 Jahren hat mein Bruder niemals erfahren, dass sonst irgendjemand gläubig gewesen wäre, dort auf dem ganzen Campus. Aber sie kamen dann. Und wir haben Bibelstudium gemacht. Andere wiederum, sie haben sich über mich geärgert. Ich bin sehr oft am Morgen früh bin ich zu einem Frühgebetstreffen gegangen und so bin ich dann gerade direkt zu meinen Klassen gegangen im College und so hatte ich meine Bibel immer dabei und sie sahen mich über den Campus laufen mit meiner Bibel in der Hand und ich kam mich herin, wie eine kam auf mich zu und sagte, du ärgerst mich.
Sie war eine Christin, ja, eine von denen, die aus dem, ja, aus dem Unterholz rausgekrochen ist, ja. Das stört mich einfach, dass du mit deiner Bibel kommst. Dass du bist wie ein Wandel, die Bibel gibst du dich aus, oder? Aber sie hat selber irgendwo, nicht, dass ich mich irgendwo da groß gemacht habe deswegen, sondern mein Licht hat sie gestört. Und wie Jesus sagte, diejenigen, die vom Licht sind, werden zum Licht kommen. Und diejenigen, die nicht Licht haben wollen, die werden sich weiterhin verstecken. Du bist das Licht der Welt, das Salz der Erde. Zum Abschluss lesen wir hier den letzten Teil hier von Römer 13, Vers 11. Und überleg dir an deiner Arbeit, wo auch immer du bist, warum nicht vielleicht eine Bibelgruppe beginnen? Warum nicht herausfinden, gibt es andere Gläubige? Wenn du dich nie outest, ist was, die Homosexuellen, die outen sich. Die sind gar nicht so viel an der Zahl, meine Lieben. Aber sie outen sich so sehr, dass ihre Lobby so groß ist, dass sie unsere ganze Politik, unser ganzes Familiendenken, ja, in der Welt verändern. Weil sie sich in die Politik geben. Und das ist ihr Recht in unserem demokratischen System. Das dürfen sie machen. Wo sind wir? Wo wir ein traditionelles Familienbild sehen, dass das eigentlich die Grundlage der Gesellschaft ist und der Gesellschaft eine Zukunft auch gibt. Versteht ihr? Wir dürfen auch unsere Meinung haben, wobei das ist immer wieder, ja, man war da dahingestellt. Aber warum? Weil sie outen sich. Nicht, dass man da an die große Glocke hängen muss, aber man ist bereit. Vielleicht hast du jemanden in deiner Arbeit, in deinem Geschäft, der schon seit langem Christ ist, aber der ist einfach im Unterholz. Hol den raus. Wie auch immer. In deiner Pausenzeit, nimm deine kleine Gideon-Bibel hervor und lies ein paar Verse drin. Da fragen die Leute schon, was machst du da? Ja, ich wollte einfach meine kurze Bibelzeit hier noch kurz machen. Was, du liest die Bibel? Dann hast du schon die Gelegenheit, darüber zu reden. Weil alle anderen in der Rekrutenschule ihre Zigarettenpäckchen hervorgeholt haben, in der Zigarettenpause, da habe ich meine Gideon-Bibel hervorgeholt. Und meine Mars, ja, bin ehrlich, ja. Mein Schoki-Mars habe ich für geholt, meine Bibel habe ich für geholt. Römer 13, Amen. Outen wir uns, machen wir Gelegenheiten. Das heißt, und dies tut auch solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Bitte bemerkt, er schreibt dies nicht zu Ungläubigen, er schreibt dies zu gläubigen Christen, die in Rom lebten, die es nicht einfach hatten, die in einer Regierungszeit lebten, wo es ganz schwierig war, wo man eigentlich auch ausgesondert wurde, wenn man an Jesus glaubte als Christ. Das war noch vor der ganzen Verfolgung, ja, der schwierigen Verfolgung. Und er schreibt dies hier, wacht auf, kommt raus, ne? Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. So lebt die Welt. Aber es ist leicht für uns auch da hineinzufallen. Trunksucht. Musst du immer dein Bier haben, wenn du nach Hause kommst nach der Arbeit? Geht's nicht ohne? Pass auf. Kannst du nur dann happy sein, weil du trinkst? Das sind alles Dinge, der Teufel will uns gefangen nehmen mit diesen Dingen. Mit einem ausschweifendes Leben. Pornografie ist nie so zugänglich gewesen wie heutzutage. Als ich ein kleiner Junge war, oder? Da haben wir geholfen mit den Zeitungsverträgen, wo man Zeitungen eingesammelt hat, ja? Um Papiersammlungen, oder? Da bin ich mit meinen Kollegen, sind wir immer da durchgegangen, haben immer gesucht, wo finden wir die 6 Heftli, die Leute weggeschmissen haben. Dann haben wir sie gesammelt und haben wir sie versteckt.
wir haben unser Versteck gehabt unter einer Brücke, ja, beim Flughafen. Es gab eine Brücke, da konnte man auf der einen Seite in die Brücke rein, ja, kriechen. Und da hatten wir unser Versteck. Heutzutage, vergiss es, brauchst du das nicht mehr zu tun. Heute ist es allgegenwärtig, überall. Aber es will einem gefangen nehmen. Es will einem gefangen. Jesus will uns freisetzen von diesen Dingen. Dass wir nicht von Süchten, von Fleischlichen, dass wir gefangen genommen werden. So sagt er hier, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Wer macht das? Das können wir tun. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begehren wach werden. Wir alle haben Fleisch. Treibt nicht Vorsorge. Ja? In anderen Worten, ja, ich muss schon vor, nur für den Fall der Fälle. Das Begierden nicht wach werden. Man muss schlau sein, man muss auf der Hut sein. Und ich will mein Leben, weil ich weiß, es gibt Dinge, die einfach dann zu Süchte werden können. Wo man einfach weiß, nein, da gehe ich nicht hin, da spiele ich nicht an die so nah dran, dass ich da reinschlüpfen kann. Amen. Und wenn jemand auch gebunden ist, der Herr kann dich freisetzen. Der Herr will dich freisetzen. Zieh den Herrn Jesus Christus an. Der Heilige Geist ist da. Gott ist nicht da, um dich zu verurteilen. Gott ist da, um dir zu helfen. Die Gnade Gottes, die Hilfe Gottes, die Güte Gottes. Halleluja. Aber weil viel mehr als nur, dass wir schauen, dass wir nicht da einfach reinfallen und in diesem Leben leben, sondern dass wir wirklich zu Licht werden in unserer Gesellschaft. Und Salz werden in unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft. Dass wir uns outen und tun, was wir wissen, was wir tun können. Werden sie euch manchmal auslachen? Das werden sie tun, ja. Aber Leute lachen meistens das aus, was sie nicht kennen. Als sie mich im College ausgelacht haben für das, was ich tat, sie haben mir oftmals einmal über den Pausenplatz einmal den Finger auf mir gezeigt und einfach ausgelacht. Aber als ich dann später dann den College verließ, um in die Bibelschule zu gehen, sind einige von ihnen zu mir privat gekommen und gesagt, du, ich will dir einfach sagen, jetzt wo du weggehst, ich habe mir oft gewünscht, ich hätte so einen starken Glauben gehabt wie du, dass ich das zu dem stehen könnte, was ich glaube. So ist es. Preis dem Herrn, wir haben eine gute Zeit vor uns. Eine starke Zeit. Gott wird Gewaltiges tun in diesen letzten Tagen. Weil wir sind diejenigen, die Salz und Licht sein können für unser Land. Lass uns aufstehen miteinander und lass uns das tun, was wir am Anfang gelesen haben im Timotheus-Evangelium. Timotheus-Evangelium. Timotheus-Brief. Ist auch ein Evangelium. Ja, ist gute Nachricht. Timotheus-Brief, dass wir einfach beten. Paulus sagt vor allen Dingen, dass wir bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringen sollen. Für Könige, die alle in hervorragender Stellung stehen. Und heute werden es gibt viele neue, die nach Bern kommen. Und wir müssen beten, dass sie bewahrt und beschützt werden. Weil der Druck ist unglaublich groß. Der finanzielle Druck. Viele, viele gehen nach Bern und haben wirklich gute Motive drin. Aber wie schnell kommt man in das System hinein, wo einfach das Geld und die Macht, und du tust da einen Gefallen, und plötzlich hat er Macht über dir, weil du das getan hast, weil er kann dich danach erpressen mit diesem das, wenn du natürlich nicht das machst, was sie jetzt wollen. Und das ganze Zeug, das alles läuft ab, genauso in Bern, wie auch in jeder anderen Regierung irgendwo. Aber es gibt Leute, die wirklich bereit sind, zu stehen für Freiheiten, für Gerechtigkeit. Dafür wollen wir einstehen, dafür wollen wir auch beten heute Morgen. Amen. Preis dem Herrn. Lasst uns das tun, damit ich nicht einfach alles selber vorbete. Ich lade euch ein, lasst uns einfach in Gruppen uns aufteilen, zu viert, zu fünft. Einfach dreht euch um, weil sonst bete ich und ihr hört mir nur zu. Ich möchte, dass ihr einfach miteinander einfach betet einfach für unser neues Parlament,
Die Bundesratswahlen kommen dann auch noch im Dezember. Aber dass wir einfach beten dafür jetzt. Wie Paulus sagte, vor allen Dingen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr.